Mit Jänner 2009 öffnete das neu erweiterte Ars Electronica Center seine Pforten. Es besticht neben seiner neuen Architektur auch durch seine neuen Inhalte. Man setzt verstärkt auf die Einbeziehung der Besucherinnen und Besucher in eine künstlerisch-wissenschaftliche Spurensuche. Wir haben über 150.000 Besucherinnen und vor allem, was wichtig ist, es ist stetig steigend und die Besucherinnen, man merkt so richtig in der Atmosphäre im Ars Electronica Center, wie da unheimlich viele Ideen rüberkommen, wie auch Diskurse entstehen. Man kann sich die Kulturhauptstadt ohne neues Ars Electronica Center praktisch nicht vorstellen. Es sind viele, viele tausend Besucherinnen dort. Man ist sozusagen fast gezwungen, auch weil die Architektur so spannend ist, in dieses Haus hineinzugehen. Und es ist ja auch eine Stadtgestaltung damit passiert, indem es das Ars Electronica Main Deck gibt mit den Stufen, sodass man hier auch praktisch einen öffentlich bespielbaren Raum geschaffen hat. Und damit wird Linz im Urfahraner Bereich natürlich besonders spannend. Mit einem Spezialpreis für Kulturhauptstadt Architektur wurde von der britischen Gesellschaft Civic Trust das Ars Electronica Center ausgezeichnet. Es ist ein Schmuckstück für die Stadt Linz, das zweifelsohne auch nach 2009 eine futuristische Architekturikone sein wird. Also grundsätzlich ist es natürlich eine große Ehre, wenn man einerseits von der Architektur her ausgezeichnet wird und wenn auf der anderen Seite, wie schon vorher erwähnt, die Besucher wirklich einen hohen Zuspruch gegenüber diesem Experiment eigentlich des neuen Ars Electronica Centers geben. Es besticht aber nicht nur durch seine Architektur, sondern vor allem durch seine Angebotsstruktur. Ein Haus, das sich weniger der Präsentation als vielmehr der Produktion und Kreation verschreibt. Was wir hier präsentieren, gerade in der Ausstellung Neue Bilder von Menschen in 4 offenen Laborsituationen, das ist ein Experiment, wo wir sagen, wie können wir komplexe Themen rund um die Wissenschaften vom Leben wirklich den Menschen vermitteln. Im Bereich Artists, Creators, Engineers und Poesie der Bewegung haben wir eine wunderbare Musikmaschine, die ist unheimlich beliebt bei Jung und Alt, aber genauso natürlich das RoboLab wird sehr geschätzt, wo man mit kleinen humanoiden Robotern spielen kann und andererseits auch das FabLab, also Fabrication Lab, wo ich mir wirklich eigene 3D-Modelle entwickeln kann und dann auch die Möglichkeiten habe, mit einem Lasercutter eigene Figuren auszuschneiden. Experimentierfreudige Besucherinnen und Besucher, die sich für innovative Visionen begeistern lassen, finden im Museum der Zukunft viele Möglichkeiten, in virtuelle Welten einzutauchen.